Die 10 tödlichsten Art und Weisen, wie Tiere sich verteidigen. Hast du eine Phobie vor einem bestimmten Tier? Ich sage dir, wenn du Angst vor großen Wildkatzen hast, solltest du genauso viel Angst vor kleineren Tieren haben, denn im Tierreich spielt die Größe keine Rolle. Ob groß oder klein, es gibt einige Tiere mit den tödlichsten Verteidigungsmechanismen und es ist besser, sie auf Videos zu sehen, anstatt ihnen im echten Leben zu begegnen. Vom liebenswerten, aber gefährlichen Affen bis zum winzig kleinen Käfer, der giftige Fürze ausstößt. Hier sind die 10 tödlichsten Arten, wie sich Tiere schützen. Los geht's! Nummer 10. Der Plumplori hat ein geheimes Gift. Der Plumploris sieht aus wie ein verletzliches und charmantes Wesen, aber dieses kleine Tier hat etwas wirklich Böses im Ärmel. Sein effektivster Verteidigungsmechanismus sind die Giftdrüsen an seinen Armen, mit denen er sein Fell einreibt oder an denen er leckt, damit seine Zähne in Gift getaucht werden, um sich zu verteidigen. Diese Tiere sind aufgrund ihres übel riechenden Giftes für jedes Lebewesen abstoßend. Noch erstaunlicher ist, dass das Gift nur wirksam wird, wenn es in einer natürlichen chemischen Reaktion mit dem Speichel der Loris in Berührung kommt. Er ist der einzig bekannte giftige Primat. Während es für Menschen ungefährlich ist, kann es bei anderen Raubtieren einen schweren anaphylaktischen Schock auslösen. Plumploris sind in den Regenwäldern Südostafrikas beheimatet und gehören nicht zu den aggressivsten Arten. Wenn sie jedoch angegriffen werden, stellen sie sich so auf, dass sie ihre giftigen Ellenbogen gegen Raubtiere einsetzen. Nummer 9. Der Stachel der Würfelqualle kann dich töten. Die Würfelqualle ist ein durchsichtiges, praktisch unsichtbares, wirbelloses Tier und das gefährlichste Meerestier der Welt. Sie wird häufig in den Gewässern des Indopazifik gesichtet. Jeder, der sie berührt, ist auf jeden Fall tot. Die tödliche Kreatur hat bis zu 15 Tentakel an ihrem würfelförmigen Körper, der eine Länge von 3,50 Meter erreichen kann. Diese sind mit Nesselzellen ausgekleidet, eine Art von Stachelzellen, die Gift enthalten, die das Herz, das Nervensystem und die Hautzellen angreift. Das kann zu einem Herzinfarkt und plötzlichem Tod führen. Nicht zu vergessen sind die Schmerzen, die tagelang anhalten können. Obwohl es ein Gegengift gibt, erleiden die menschlichen Opfer meist einen Schock, ertrinken oder sterben an Herzversagen, bevor sie die Küste erreichen. Sieh dir die Narben an, die dieses kleine Monster aus der Tiefe hinterlassen hat. Nummer 8. Der Sekretärvogel hört nicht auf zu treten, bis der Schädel seines Opfers Mus ist. Nein, der Sekretär macht sich keine Notizen. Er spuckt nicht einmal Gift, aber er kann mit seiner Tritttechnik so stark zuschlagen, dass er sogar eine Kobra töten kann. Dieser große terrestrische Raubvogel ist in Afrika südlich der Sahara beheimatet und heißt Sagittarius serpentarius. Er mag zwar recht elegant und schlank sein, aber wenn er angegriffen wird, dann macht er einen auf Bruce Lee. Er tritt nicht einfach nur, sondern stampft seinem Gegner mit voller Wucht auf den Schädel, um ihm so viel Schaden wie möglich zuzufügen und die Bedrohung zu beseitigen. Der Sekretär ernährt sich von Schlangen, Eidechsen und allen kleinen Säugetieren, die er finden kann. Aber wenn er auf eine härtere Beute trifft, wie zum Beispiel eine Giftschlange, stampft er so lange, bis der Kopf seines Gegners vom Rest des Körpers abgetrennt ist. Das ist sowohl eklig als auch furchterregend. Manche Sekretärvögel reißen auch den Kopf ihrer Beute ab und schlagen ihn mit einem brutalen Schlag auf den Boden, der einen Martial Arts Kämpfer wie ein Kätzchen aussehen lassen würde. Nummer 7. Malaysische Ameisen explodieren. Wenn die Kolonie einer malaysischen Ameise bedroht ist, passiert etwas sehr Merkwürdiges. Diese verrückten Kerle sprengen sich selbst in die Luft. Ja, diese Ameisen zerstören sich selbst, um die Kolonie zu schützen. Sie verfügen über einen der effektivsten Verteidigungsmechanismen der Natur, nämlich ihre tödlichen Drüsen.
Die zwei ziemlich großen Giftdrüsen der malaysischen Soldatenameisen werden mit verheerender Wirkung eingesetzt, um Eindringlinge auszuschalten und die Kolonie zu schützen. Dabei wird der Bauch der Ameise aufgerissen und die mit Flüssigkeit gefüllten Drüsen reißen auf, sodass das klebrige Gift auf den Gegner gespritzt wird. Die Ameise wird dadurch ebenfalls getötet, aber der Angreifer kann schwerwiegende Folgen erleiden oder sogar umkommen. Nummer 6. Lemuren machen sich das tödliche Gift eines Tausendfüßlers zunutze. Einige der tödlichsten Lebewesen auf der Erde sind Tausendfüßler. Als Teil ihrer Verteidigungsstrategie versprühen sie Cyanid und töten alles, was wahnsinnig genug ist, sie fressen zu wollen. Aber Tiere, wie der schwarze Lemur, nutzen stattdessen ihre Intelligenz, indem sie einen Tausendfüßler dazu zwingen, sein Gift freizusetzen und sich dann mit dem scharfen Stoff einzureiben. Er nutzt das Gift als Insektenschutzmittel. Das Gift macht den Lemur außerdem ziemlich high, sodass er sabbernd und mit weit aufgerissenem Maul herumläuft. Sobald er genug Gift hat, lässt er den Tausendfüßler frei, ohne ihn zu töten. Ein ziemlich guter Tausch, findest du nicht? Nummer 5. Schleimaale können sogar einen Hai zu Tode ersticken. Was die Evolution angeht, ist der Schleimaal eine Ausnahme. Er bekam ein Rückgrat, bevor er merkte, dass es nicht notwendig war, und verlor es dann wieder. Wenn der Schleimaal von größeren Arten angegriffen wird, lernen sie alle eine wichtige Lektion, nachdem sie fast zu Tode erstickt sind. Der Schleimaal setzt einen Schleim frei, der, wenn er mit Wasser vermischt wird, unglaublich klebrig wird und sogar Lebewesen ersticken kann, indem er sich an ihren Kiemen und Kehlen festsetzt. Der Schleimaal muss sich nicht einmal Sorgen machen, dass die Kiefer eines Hais ihn zerquetschen, weil der Schleim so effektiv ist. Das kleine Monster wird sein Leben weiterleben, während der Hai verzweifelt hofft, dass sein Maul nicht zugeklebt bleibt. Nummer 4. Boxerkrabben benutzen Seeanemonen als Boxhandschuhe. Obwohl sie nicht sehr gefährlich sind, sind Boxerkrabben ein bekanntes Beispiel für eine Symbiose im Tierreich, denn die Seeanemonen versorgen sie mit Nahrung und die Krabben bieten ihnen im Gegenzug Schutz vor Raubtieren. Das kleine Krustentier aus dem subtropischen Indopazifik heißt Lybia tessellata. Diese rosa, braunen und gelben Krebse haben ein vorderes Paar Laufbeine, das kleiner ist als die drei anderen Paare, und sie haben dünne Krallen. Dafür gibt es einen Grund. Diese Jungs benutzen Seeanemonen als Boxhandschuhe, um einen Angriff abzuwehren. Eine ziemlich clevere und coole Art, einen Freund zu benutzen. Nummer 3. Der Bombardierkäfer kann etwas Böses aus seinem Hinterteil sprühen. Meide den Bombardierkäfer, wenn du in letzter Zeit eine Leidenschaft für das Sammeln von Käfern entwickelt haben solltest. Sein Name kommt nicht von ungefähr. Diese furchtlose und winzige Kreatur besitzt einen Schutzmechanismus, der es ihr ermöglicht, einen heißen, giftigen chemischen Sprühnebel aus der Spitze ihres Hinterleibs in der Nähe ihres Rückens auszustoßen. Mit einem knallenden Geräusch wird das Spray wie eine kleine natürliche Kanone nach außen abgefeuert. Wasserstoffperoxid und Hydrochinon sind die beiden Chemikalien, aus denen das giftige Spray besteht. Die beiden Stoffe verbinden sich dann zu dem noch tödlicheren Benzochinon, das tödlich genug ist, um ein kleines Raubtier zu töten. Für Menschen ist es zwar nicht tödlich, aber wenn es auf die Haut oder in die Augen gelangt, kann es mehrere Tage lang ein schreckliches Erlebnis sein. Nummer 2. Der spanische Rippenmolch bildet Stacheln aus. Wenn er angegriffen oder bedroht wird, zieht der spanische Rippenmolch seine Rippen in einem solchen Winkel durch seine gestreckte Haut, dass wie bei Wolverine aus X-Men eine Reihe von Stacheln auf beiden Seiten seines Körpers erscheint, und das ist wie Magie. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, muss der Molch die Knochen durch seine Haut zwängen. Doch der Mechanismus scheint wenig bis keine Auswirkungen auf das Tier zu haben. Der Pleurobot, ein Roboter-Salamander, wurde vom Molch inspiriert
und von der Schweizer Universität EPFL entwickelt. Nummer 1. Das Stachelschwein. Das Tier, mit dem sich niemand anlegen will. Endlich ein Tier, mit dem sich kein Raubtier, nicht einmal der Löwe, anlegen möchte. Das Stachelschwein. Die dornigen Stacheln sind so tödlich, dass es für jedes Tier gefährlich wäre, einen Bissen davon zu kosten. Der Hund auf diesem Bild hatte das Pech, sich mit einem Stachelschwein anzulegen. Und jetzt zieh dir sein Maul an. Es sieht aus wie ein Nadelkissen. Der arme Hund war schwer verletzt, weil hunderte von Stacheln in seinem Maul, seinem Hals, seinen Pfoten und in seiner Nase steckte. Der Hund erholte sich nach der medizinischen Versorgung schnell wieder, aber das war eine schmerzhafte Erfahrung, die er wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird. Stachelschweine nehmen es mit ihren Fressfeinden auf und wenn eine Wildkatze ihr Maul mit Stacheln gespickt bekäme, würde sie tagelang hungern, was in der Wildnis tödlich wäre. Wie haben dir diese tödlichen Kreaturen gefallen? Sie zeigen auch, dass es nicht auf die Größe ankommt. Auch klein kann tödlich sein. Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten und vergiss nicht, diesen Kanal mit Benachrichtigungen zu abonnieren, damit du kein einziges Video von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal.